Ausmarsch! Herr Uff, warte mal geschwind. Kannst du mal da unten ein bisschen Licht machen in der Halle? Da ist grappe Nacht. Ich war vorhin draußen auf dem Klo und da ist einer hergekommen zu mir und hat gesagt, geh mal da rein, guck da mal die Gänge an, da ist arg eng. Weil da kommen noch ein paar durchgelaufen, die brauchen den Platz. Das gucke ich gerade mal. 1,40 Meter. Da ist er 1,40 Meter. Was hat denn der mir da aufgeschrieben? Oh, ihr habt den Meter verkehrt rum. Naja, es kann passieren, wenn man durcheinander kommt. Was ist denn heute für ein Tag? Was ist heute? Samstag, gell? Gestern war Freitag. Weißt du, was gestern für ein Tag war? Gestern war Tag des Dialekts. Habt ihr das gehört im Radio? Da ist den ganzen Tag nichts anderes gekommen im Radio. Tag des Dialekts, da hast du bloß gehört Bayerisch, Sächsisch, Fischköpfisch. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ist gerade schade, dass wir keinen Dialekt haben. Geht ihr da zusammen, ihr zwei? Du da mit dem da und du da mit der da? Ich frag bloß, nicht, dass wir da in Schwierigkeiten kommen. Früher war das einfach. Früher war das ganz einfach. Da hast du gewusst, der Magnus läuft rum, macht Bilder. Dann bist du hinterher, wenn der Ball rum war, bist du zum Magnus in seinen Laden rein, hast die Bilder angeguckt. Und wenn du drauf warst und die hat es nicht gepasst, dann bist du nachher und sagst, hey, du das Bild raus, das ist nicht meine Frau. Dann war der Kittel gefliegt. Aber heute mit dem, wie heißt das Zeug, Smartphone, da weiß ich doch nie, wann du im Internet drin bist. Das geht ruckzuck. Oh, was sehe ich denn da? Ist das deine Handtasche da auf dem Boden? Ist die vom Aldi oder warum ziehst du die auf dem Boden rum? Ja, morgen wollen wir haben da geputzt, wenn da heute oben so ein Haufen Leute reinkommen. Bei uns wird noch um fest geputzt, nicht vorher. Aber wenn ich so rumgucke, dann ist hier nichts vor lauter Licht. Aber es sind schon mehr Leute da wie das letzte Jahr. Ich glaube schon, dass mehr Karten verkauft worden sind das Jahr. Das liegt bestimmt an auch an dem neuen Motto. Fahr es nicht bunt wie nie. Gerade so. Oh. Spiegel kriegst du auch Geld davon. Gerade so bunt wie ein Betonpfeiler im Frauenparkhaus. Lege mal einen Schluck von deinem Rode, aber fort drücke ich die Grusche. Ist eine Bedienung da? Könnt ihr mal eine Bedienung da runterkommen? Wenn man sie braucht, sind sie nicht da, gell? Jo. Wenn eine da ist, bringst du dem guten Mann ein neues Fettel, ich hab's eins leer gesoffen. Und dann gehst du da auf, siehst das große Bild vom letzten Abendmahl. Da gehst du zu dem einen, warte mal, ich muss gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,5, 8, zu dem Kleinen mit der großen Kappe, zu dem gehst du und machst einen Strich auf seinen Deckel. Der hat Geld genug. Alla, zum Wohl. Jetzt muss ich, aber du gefällst mir auch, weißt du das? Hast du eine Solaranlage einbauen lassen? Steh mal auf. Nur auf den Stuhl am besten, gehst du auf den Stuhl auf. Hast du saubere Schlappe an? Oder bist du in den Hundehaufen reingetappt draußen? Geh, lauf auf den Stuhl da, komm, stell dich nicht so an. Ich helfe dir ein bisschen. Ho! Guck! Ja, Fisch! Wenn man den Leuten ein bisschen hilft, dann geht es, gell? Also, pass auf, ich bin der Wolfgang Nowitz. Der Uli. Das ist der Uli. Bist du von da? Are you from here? Okay. Alla, pass auf. Der hat da oben eine sogenannte Solaranlage einbauen lassen. Da scheint dem den ganzen Tag zu nicht drauf auf seinen Dez oder hier drinnen halt auch die Scheinwerfer. Und dann wird die Energie, die wird da gesammelt, weil es wird ja ganz heiß, die Energie wird gesammelt. Und dann geht es runter bis in den Heizraum. Und da hockt dann ein sogenannter Wechselrichter, gell, ihr Studenten, ihr wisst das. Jetzt sind wir mal ruhig da, was lernt ihr in der Schule?
Heieiei. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Wechselrichter. Das wird dann untertransportiert, vom Wechselrichter wird die Energie umgewandelt und dann kommt jeden Morgen das Warmwasser raus. Kannst du dir ein Auge? Danke, Uli. Schöne oben, die muss weiter, weil der Klo ist verstopft. Allah, macht's gut. Unvorstellbar, unvorstellbar. Ich eigentlich.